Komm schon. Speichervorgang beendet, na bitte. Nein. Immer noch kein neuer Stadtteil. Das wäre jetzt aber ein bisschen assig, ne? Das wäre ein bisschen assig. Ich habe das Gefühl. Neue Ware beim Autohändler. Karosserie-Shop. Neue Ware beim Autohändler, ja. Ja, das ist natürlich jetzt scheiße. Ich hatte jetzt natürlich gehofft, dass wir es schon machen können. Vielleicht brauchen wir aber noch ein paar Rufpunkte. Ja, da willst du rumfahren, ne? Das habe ich mir auch gedacht. Ärgerlich. Hallo, ich möchte jetzt endlich mal, ne? Vielleicht haben wir zu wenig Ruf oder unser Auto sieht nicht gut genug aus, aber unser Auto sieht gut aus. Ich bitte euch, das sieht sehr, sehr geil aus, vor allem die Auspuffblenden hinten. Also da kann ich bei bestem Willen den Jungen nicht verstehen. So, vielleicht schalten wir Cole Harbor frei, wenn wir hier durch dieses Geldbündel, ouch, fahren. Wo willst du mich eigentlich hier durchführen, Navi? Das ist ja wirklich haarsträubende Streckenführung. Autsch. So. Ja, hier müssen wir noch lang, Navi. Ich bitte dich. So, die drei Rennen liegen nur noch im Beacon Hill. Und es sind alles drei Rundkurse. Juhu. Naja, Rundkurse gehen schneller als Wells. Das muss man ja sagen. Aber sie bringen leider nicht so viel Money. Jo, bis dann. Habe ich mir gerade einen schönen Unfall geleistet. Sorry. Während der Tommy uns angequatscht hat. So, und jetzt hier durch die Mitte. Komm. Ja gut, fast. Hup nicht so dumm, Mann. So, und jetzt hier. Komm mit einem spektakulären Drift rum. Jawohl. Da stehen wir quer, da steht er quer und knallt voll in die Mauer. Ach, kenne ich diesen Rundkurs nicht? Habe ich ihn nicht verwunschen? 350. Hey Junge, pass mal gut auf. Schieb deine Scheine rüber und stell dich zum Verlieren hinten an. Du kriegst die Streckenkarte, wenn wir wissen, dass du es ernst meinst. John. Oder John oder Sean. Ach, keine Ahnung. Ein Corolla. Ist das süß. Da hinten sehe ich, glaube ich, ein Mazda. Naja, egal. Mal sehen, wer den besten Start macht. Ich gebe ein bisschen Nitro. Und da gibt ein anderer aber auch Nitro. Ist das ein Audi TT? Ist das schon Audi TT? Ach du Scheiße. Wer ist aber unfair? Bist du John? Audi TT ist unfair, mein Freund. Da muss ich leider sagen, dass das extrem unfair ist. So, da kommt auch schon der Corolla angescheißert, aber Audi TT finde ich nicht okay. Audi TT ist nicht okay. Komm schon. Alter. John, ne, Wojciech heißt der, glaube ich. Jo, ein kleiner Autobahnabstecher. Ach, der Teil ist so geil. Wobei, eins muss ich jetzt mal kritisieren. Ich habe wenig an diesem Spiel kritisiert. Aber wenn ich was kritisieren muss, dann ist es einfach, dass man die Stadtteile wirklich richtig viele Rennen fahren muss, um den nächsten Stadtteil freizuschalten. Ich weiß, es gibt nur vier. Aber das ist teilweise ein bisschen, naja, die Abwechslung fehlt, wenn man dann nur noch, am Anfang kriegt man verschiedene Rennen, aber ich denke, viele machen so wie ich, dass sie erst die Rennen fahren, die sie mögen, und am Ende nur noch die Scheißrennen übrig bleiben, dass man das dann irgendwie etwas variabler gestaltet. Autsch, nein, nicht überschlagen, nicht überschlagen. Haben wir's? Du Scheißkerl. Fahr, 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 fahr. Fahr doch. Fahr. Boah. Ja, das war ein netter Crash. Haben wir gleich mal gut verloren, aber wir haben zwei Runden. Ich bin sehr optimistisch, dass wir das hier rumreißen können. Und wir fahren jetzt hier Richtung Jackson Heights. Der Mazda führt das Feld, glaube ich, an. Ne, der Corolla ist es, glaube ich. Und wir haben auch schon gut von den 2 Sekunden. Ey, das ist doch unfair. Das ist doch unfair. Das gibt's doch nicht. Das ist doch unfair. Ich bin da genau richtig gefahren. Und zwar genau richtig. Und genau dieses Ding war es doch schon, das mich früher immer hat verzweifeln lassen. Ich weiß es doch.
So, ja, da hat der Mazda sich gut überschlagen. Oh, können wir es noch aufholen? 4 Sekunden, 5. Ich hoffe. Aufholjagd. Da vorne sehen wir den Audi TT, aber der Corolla drückt hier ordentlich die Pace. So, der Audi hat schon mal einen dicken Fehler begangen. Ja, und da sind wir schon wieder dran. Da sind wir schon wieder dran am guten Kerl. Und den werde ich jetzt auf jeden Fall mal drehen. Hoffentlich auf dem schnellsten Stück, damit er uns keinen Ärger mehr machen kann. Boah, da habe ich aber einen Topspeed-Überschuss. Trottel. Hallo, ich bin im Windschatten, danke. Nein, ich brauche keinen Nitro-Wandel hier vorbeizugehen, Freundchen. Ich brauche nur 600 Windschatten. Ah, okay. Er wehrt noch. Verzweifelt ab. Na komm, Bürschchen. So. Scheiße, ich hätte jetzt gedacht, die Rammi nochmal oder so, aber den Gefallen haben sie mir nicht getan. So, jetzt kommt meine größte Schwierigkeit, nämlich hier auf dem Rundkurs keine gegnerischen, anderen Autos zu rammen, sondern nur ein bisschen knappo vorbei zu farmen. Ja, für den Schlusssport kann das ganz effektiv sein. Oh, schon wieder so ein Regen hier. Sauwetter echt. Kann ich ja gar nicht leiden, sowas. Wow. That was close. Ja, ich sollte vielleicht etwas mehr mit angezogener Handbremse fahren. Vor allen Dingen hier. Oder versuchen, ganz außen zu fahren. Aber hier kommt zum Glück kein Auto. Und jetzt ist es auch nicht mehr so weit. Und wir haben von 4 Sekunden Rückstand jetzt 4 Sekunden Vorsprung rausgeholt. Also, oh, da steht immer noch einer von der letzten Runde. Ich glaube, das war mein Crash. Ne, der war hier, ne? Ach, ist doch eigentlich Jacke wie Ose. Nicht? So, Taxi. Vielleicht sollten die anderen mal ein Taxi fahren. Ich glaube, dann werden sie schneller als so. 5 Sekunden, Alter. So, ich, mein Auto, guck mal, Leute. Die spielt, das wäre ich jetzt scheiße am Spiel. Mein Auto so überlegen. Ich hau hier jedes Rennen weg, obwohl ich zwei katastrophale, wirklich katastrophale Unfälle baue. Das URL war relativ fehlerlos, aber trotzdem. Hier baue ich zwei katastrophale Unfälle. Es sind nicht mehr 3, sondern nur 2 Runden. Und gewinne trotzdem mit einem Vorsprung, der, ja, zu hoch ist. Also, liebe Entwickler, bitte macht jetzt mal frei. Komm, Cole Harbour. Ja, Sieg. Was denn sonst? 200 Rufpunkte. Jawohl. Jawohl, 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 jawohl. Ja, oder auch nicht. So, was haben wir hier? Rückleuchten, Carbonmotor auf dem Felgen. Ja, das bringt mir alles nicht so viel, Leute. Das bringt mir alles nicht so viel. Was redest du? Was redest du? Navigationssystem. So, wenn ich jetzt alle Rundkurse abklappern muss und dann immer noch nichts Neues ist, dann kann es daran liegen, dass ich mein Auto optisch nicht gut genug aufgetunt habe, meine ich mich zu erinnern. Das ist au, Penner. Fahr mal ein bisschen rücksichtsvoller. Autsch. Kann es daran liegen, dass mein Auto optisch nicht genug hermacht? So. Aber wir haben auch gut Knete auf dem Konto. Wo wir gerade von Knete sprechen. Sind zwar nur 25, so neue Autohändler. Suche nach Autohändlern in Beacon Hill East. Ah ja, habe ich den nicht schon gefunden? Ich meine nämlich. Wow. Nice Jump. Jump, Jump. Die neue deutsche Welle. Autsch. So, hier rum. Zack. Zack, zack, zack. Ach nee, kein Rundkurs durch die Hates bitte. Hab ja jetzt gar keinen Bock drauf. Alles klar, Kumpel, da ich sofort deine Kohle verwalten werde, kannst du mich auch Bank nennen. Ich gebe dir auch gute Zinsen. Na, willst du ein Konto eröffnen? Ja, Gabriel, ich will. So, die beiden Rennen werden wir jetzt noch machen. Das sollte sich ungefähr, und dann danach noch was, und dann sollten wir ungefähr 3 Parts haben. So. Wake me up before you go. 1 von 2 Runden. Ha, ha, ho, ho. So,
So, da sehe ich einen RX-7, Mazda, glaube ich. Aber der Audi TT mit seiner provokanten Lackierung provoziert mich etwas. Verdammt, da wollte ich schon in den Drehmove gehen. Ah, verdammt, ich bin nicht schnell genug. Ja, im Windschatten sollte ich eigentlich kein Nitro geben. So, habe ich ein bisschen ausgeschaltet. Und meine Nase läuft. Ärgerlich. Nicht jetzt, Nase, warte noch. Ach ja. Tschüss. Beacon Hill, Hates. Da 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 da. So, ich muss gerade an meinem iPod etwas rumfummeln, während ich hier fahre. Ist das nicht genau die gleiche Runde? Naja, egal. Auf jeden Fall werde ich die beiden Rundkurse noch machen, dann sollte sich das in zwei Parts ausgehen. Dann muss ich morgen eben nochmal ran aufnehmen. Nicht, dass es was Schlechtes wäre, aber mit Erkältung macht es eben nur halb so viel Spaß. Ich hoffe, das war jetzt erträglich, diese zwei Parts für euch. Autsch. Boah, jetzt brüllt der Kerl mir hier auch noch voll ins Ohr. Tschüss. So, und hopp. Hallo, war das nicht abgehoben? Ich bitte dich, es war doch abgehoben. Oh, der letzte hat 24 Sekunden Rückstand. Ja, kann man noch aufholen. Oder auch nicht. 25, eine halbe Minute ist er hinter uns. Aber die anderen beiden Spießgesellen, die sind da hinten. Und die warten auf ihre Chance, dass der Crazy Yoni einen Unfall baut. Aber die Genugtuung wird er ihnen nicht geben. Oh, den Pausezeit habe ich sogar noch gerettet. Dann gebe ich jetzt mal etwas Nitro, um hier auf dieser kurzen Etappe ein bisschen wegzuziehen oder auch nicht. Ah, da oben bleibt ungefähr gleich der Vorsprung. Ja, das konnte ich gar nicht anders retten. Das hätte auch böse ausgehen können. Und der LKW, der gefällt mir da auch nicht. So, hier rum. Aber der schafft das nicht mehr. Der Typ, der hat 22 Sekunden Rückstand, also 3 aufgeholt. Aber da, so ist auch geskriptet. So, kommt da hinten noch jemand? Nein. Doch, da kommt er runter den Berg. Aber unser Sieg war schon über den Berg. Hohoho, komm schon jetzt, Kohlhaber, bitte. Boah, willst du mich verarschen? Lackierte Auspuffblende. Präsentiere allen Losern hinter dir, bla. Das gibt's doch gar nicht. Habe ich euch genug Rufpunkte oder was? Oder was ist los? Oder was ist los? Da sehe ich doch schon den Rundkurs blitzen. Ich hoffe, er geht nicht durch den Jackson Hates, aber so wie er hier positioniert ist, würde ich das doch stark vermuten. Jawohl, komm. Das habe ich jetzt mal überspielt, weil ist so. Von vorne sieht der Zeliker eigentlich ganz nice aus. Mal sehen, ob wir den besten Start machen. Yo. Nobody can halt with. Oder mit heißt es, ne? Mithalten nicht. Na egal. Halt with, ja, halt mit. Ach man, mir fällt hier gar nichts mehr dazu ein. Ich hasse die Hates. Na, ich hasse sie nicht, aber sie sind scheiße. Ich liebe sie für die Downhill Drifts. Die bocken richtig, aber der Rest ist solider Mist. Hier so ein Rundkurs. Ja, toll, wir sind über den Berg, über der Stadt in den Bergen, okay. Und jetzt kann ich mir auch kein Butterbrot kaufen. Wenigstens arbeiten wir jetzt mit einer Framerate von 20. Hallo, Framerate, danke. 20 Frames. Also das hakt jetzt nicht mehr so. Wobei haken tut es ja eigentlich dann auch nicht, wenn man mit 15 Frames aufnimmt. So fair muss man ja sein. So, da kommen sie. Feinem Gänsemarsch hinter dem Crazy Joe. Nie eigentlich, ja. Eigentlich heißt es ja Crazy Joe nie. Oh, ja, da musste ich meine Reaktionsgabe unter Beweis stellen.